Da geht's mit Workers and Resources und ihr habt es euch gewünscht und ihr sollt es bekommen. Eine Mitfahrt mit einem Zug. In dem Fall habe ich mich hier für unseren Personenzug entschieden, den wir vernünftig von außen uns mal begutachten. Und ich habe übrigens auch die Scrollgeschwindigkeit ein bisschen verringert. Ihr hattet in die Kommentare auch geschrieben, boah, die Folge konnte ich mir nicht angucken. Das war ja alles so zubbelig. Und ich habe mir das angeguckt und ja, ihr habt völlig recht, das war grausig. Wirklich. Das habe ich auch nochmal verändert. Und jetzt stehen wir voll in der Brücke. Und dann gucken wir mal. So, was wollen wir heute machen? Wir wollen uns heute mit zwei Sachen beschäftigen. Vor allen Dingen mit der Arbeitslosigkeit. Da haben wir nach wie vor ein paar Probleme. Und während der Zug fährt, kann ich das mal erzählen. Ich habe mich ja in Jekaterinburg für ein anderes Modell entschieden. Also, wir haben in Jekaterinburg ein Modell, dass wir die Leute manuell zuweisen. Das hat allerdings einen Nachteil, dass wir uns natürlich auch sehr genau drum kümmern müssen. Weil wir dort leider noch nicht genug Professoren haben, sehe ich da aktuell noch keine andere Möglichkeit. Und jetzt möchte ich gerne noch was anderes ausprobieren, dass wir eben diese manuelle Zuweisung auch auf ein Busdepot übertragen und die prozentuale also den prozentualen Anteil der Leute im Busdepot oder die dort arbeiten, abstimmen entsprechend der Anzahl der Arbeitslosen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Leute, die dort arbeiten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Einfaches Beispiel. 25 Leute sind arbeitslos, 100 leben dort in diesem Haus. Das heißt, 25% gehen zum Busdepot und die restlichen 75% betrachten wir als unsere 100% Arbeiter, die wir dann auf die neuen Gebäude verteilen. Oder halt entsprechend 75%, die wir dann dort verteilen auf die anderen Gebäude. In dem Fall ist es, jetzt muss ich mal die Kamera drehen, ist es in Jekaterinburg dann etwas anderes, nämlich die, ich glaube, die Polizeiwache war es, Feuerwehr und noch irgendwas. Na, das sehen wir aber dann. So. Herrlich. Können wir mal in die Richtung blicken. Geht das? Nein, verdammt, das geht gar nicht. Okay, dann wird es hoffentlich gleich besser werden. Jetzt gucken wir uns diesen ganzen Wald von oben an. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen faszinierend. Übrigens, ich habe keine Grafikmods installiert. Das heißt, das Spiel, was ihr hier seht, ist komplett Vanilla. Ich habe die Mods auch aus meiner Modliste mal entfernt, weil ich die Vanilla-Grafik tatsächlich mit relativ schön finde und ich früher des Öfteren mal Probleme hatte damit. Unsere Hochspannungsleitung. Oh, das sieht ja mistig aus. Verdammt. Jetzt können wir aber mal drehen und jetzt gucken wir uns mal die Mitfahrt hier mal im Detail an. Ah, ist das schön. Und wenn wir gleich in Jekaterinburg sind, dann können wir da auch direkt bleiben. So, Einfahrt in den Hauptbahnhof nach Jekaterinburg. Sehr schön. Zack. Und da sind wir in Jekaterinburg angekommen. Und ihr seht, wir haben zu viele Kriminelle nach wie vor. Aber in den Stadthäusern Jekaterinburg, wir gehen die Sachen mal gerade durch. Feuer gelöscht, Arbeitslosigkeit, kümmern wir uns jetzt drum. Nicht genug Tutoren haben wir geändert. Okay, gut. Also, es geht um eben jenes Haus hier. Wir sind jetzt bei 180 Leuten und wir sind bei 60, die arbeitslos sind. Das ist ungefähr ein Drittel, also 30%. Und wir sind hier so im Verhältnis, ja, 60, 20, 20, das ist okay. Das heißt, wir packen jetzt einmal dort. Also knappe 30% müssen jetzt einmal dahin. Das heißt, zum Zopf gehen 30%. Und die restlichen, na, 70%, die teilen wir jetzt auf. Und ich würde sagen, das müsste vom Verhältnis eigentlich schon so passen. Okay. Es sind sogar 80 Leute, die arbeitslos sind. Dann gehen wir hier sogar mal auf 40%. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob das funktioniert. Produktion gestoppt. Das ist hier hinten das Heizwerk. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Das ist auch nicht so wichtig, wenn da Leute sind. Ja, mein Gott, dann frieren sie halt ein bisschen. Ich würde auch mal sagen, das werden wir jetzt auch mal, die Nachricht stellen wir jetzt auch mal ein. Die muss ich jetzt nicht wirklich, die muss ich wirklich nicht andauernd bekommen. So, dann zack. Einmal nach Jekaterinburg. Das habe ich übrigens ein bisschen schneller gemacht, die Ecke. Und
dann haben wir das hier behoben. Jetzt will ich eigentlich ja mal sehen, ob das klappt. Ja, es scheint wirklich weniger zu werden. Wie viel haben wir hier? 40 ohne Job. Da sind wir bei 16% beim Zopf. Dann gehen wir mal da ein bisschen hoch. Das ist okay. 3, 2, 16. Dann machen wir im Zopf mal auch da ein bisschen mehr. Warum habe ich das alles manuell gemacht? Ich habe das manuell gemacht, damit eben hier mehr Leute arbeiten im Stahlwerk. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt so allmählich zu wenig haben. Dann müssten wir vielleicht nochmal eine Route einrichten. Aber ich zeige euch gleich nochmal was anderes. Zum Thema Arbeitslosigkeit. Das habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt. Und hier, ja, jetzt wird es doch besser. Na, siehst du wohl. Wunderbar. Da haben wir es doch jetzt langsam. Schön. Okay. Jetzt bleiben wir mal hier unten und gucken. Ah, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Da sollen die Leute jetzt natürlich nicht weg. Ja, super. Ja, klasse. Jetzt stehen die Leute mit Universitätsausbildung natürlich hier, ne? Das ist übrigens an dieser Methode hier wirklich noch ein Problem. Ich kann jetzt hier nicht einstellen, wie viele Leute jetzt wirklich hier arbeiten sollen. Oder die Art der Leute, dass die wirklich dahin gehen, also die normalen Leute dahin, die Universitätsausbildung dahin, da würde ich mir wirklich noch eine detailliertere Einstellungsmöglichkeit wünschen. Das finde ich noch ein bisschen schade. Also da ist mir noch tatsächlich nicht genug Spieltiefe drin. Ich traue mich gar nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen bei dem Spiel, aber ist tatsächlich so. So, dann habe ich noch einen anderen Hotspot gefunden. Habe ich mir auch nochmal angeguckt. Wir können ja hier uns angucken, wer arbeitslos war. Und den Bereich kennen wir. 16, 18 läuft. Also da arbeiten wir dran. Passt. Und jetzt haben wir tatsächlich hier vorne noch einen Hotspot. Und den verstehe ich überhaupt nicht. 55 Leute sind hier arbeitslos. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum. Die kommen an unheimlich viele Leute, an unheimlich viele Sachen ran. Die kommen da ran. Die kommen an die ganzen Gebäude ran. Die können da mit rein. Da haben wir das ein bisschen begrenzt. Da ist jetzt auch nicht so viel. Ich vermute wirklich 100% dieses Jahr. Eieieiei. Also hier wird es sogar schlimmer, ne? Zwei entflohene Häftlinge. Ja, das Ding ist voll. Und ich verstehe wirklich nicht, warum. Ich vermute wirklich, die haben hier nicht genügend Arbeit. Aber die kommen ja sogar dahin, an das Teil. Ne? Also der Weg ist ja auch vorhanden. Oder ist der nicht richtig angeschlossen hier? Weil das sieht auch komisch aus. Ach, weiß ich nicht. Aber wir machen die Ecke hier mal gerade mal neu. Ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat, weil das ist irgendwie jetzt sehr seltsam gewesen. Das machen wir jetzt mal neu und da werden wir auch direkt einmal die Straße hier nutzen. Das bauen wir jetzt auch als Ersatzbau einmal fix mit Rubel auf. So. Können einmal gucken, dass wir von hier einen Weg nach da bauen und einmal machen wir kurz in die, gehen wir mal kurz in die Pause, dass wir den auch nochmal wegnehmen und nach da setzen. Die kommen da alle dran. Einmal mit Rubelfix bauen bitte. So. Ja. Besser. Okay, gut. Vielleicht war das auch schon das Rätsels Lösung. Ich habe keine Ahnung. Das sah mir auf jeden Fall sehr komisch aus. Aber andere Sachen habe ich jetzt hier nicht gefunden. Also wenn ihr irgendwo einen Grund findet, warum hier 58 Leute von 75. Ach. Wir haben hier eingestellt, wo die arbeiten sollen. Ah. Weil wir dort auch die... Nee, hier gibt es gar keine Leute mit Universitätsausbildung. Auch nur ein paar, ne? Okay, das macht natürlich Sinn. Ja, aber dann können wir... okay. Ja. Dann können wir da noch Leute reinschicken. Ins Gefängnis machen wir 50%. Dann haben wir da... Okay, so erklärt sich das Ganze jetzt auch. Ach, ich Depp. Okay. Da sollten wir jetzt auf jeden Fall genug Leute auch im Gefängnis haben. Und die restlichen schicken wir dann damit hin. Okay.
Ja, super. Dann haben wir das ja. Perfekt. Dann sollte das Gott sei Dank nicht das Problem sein. Dann läuft das. Okay, also da haben wir die Straße. Hier sind unheimlich viele Leute. Aber wir können Hubschrauber, wir können natürlich Hubschrauber zuweisen. Zack. VEB Hubschrauber und VEB Jekaterinburg kommt da noch nicht ran, ne? Ne. Aber das Hubschrauberdepot kommt da schon ran. Dann kann das schon mal anfangen, dort ein paar Waren zu beliefern. Und ich würde jetzt beim Hubschrauberdepot auch mal die Auto-Search rausnehmen. Wir machen jetzt wirklich mal alles raus. So. Jetzt machen wir mal alles raus. Und das soll ja wirklich nur für die Hubschrauber sein. Und das werden wir jetzt wirklich mal dediziert zuweisen, dass die eben in bestimmten Bereichen, so wie hier zum Beispiel, wo zwar Leute sind, ja, wo aber einfach noch keine Waren ankommen, dass die dort eben schon Sachen hinbringen. Oder wir können dann hier hinten unterstützen lassen, in dem Bereich. Das ist ja auch nochmal durchaus eine Schwierigkeit. Die können durchaus hier auch unterstützen. Die Straßen sind alle fertig. Okay, gut. Also, nächstes Thema. Jetzt können wir weiterlaufen lassen. Jetzt müssen wir hier die nächsten Straßen bauen. Haben die noch Aufträge? Ich habe hier noch Auto-Search an. Ja. Das würde ich aktuell auch noch drinnen lassen. Das macht, denke ich, hier vorne noch Sinn. Okay, gucken wir mal hier hin. Das habe ich jetzt auch entsprechend nicht vorbereitet. 19 Leute. Ja, der muss eigentlich fertig werden. Das ist... Ah. Das ist echt ein Problem. Wie sieht es hier aus? Oh, da geht es auch voran. Sehr schön. Da auch. Wir gucken einmal da hinten hin, wie es mit den Ressourcen aussieht. Ja. Auch mehr als genug. Stahl für den Bau ist tatsächlich nicht mehr allzu viel vorhanden. Okay, da müssen wir mal schauen. Nedistan extern. Bei wie viel Prozent exportiert er denn? Wir haben nur 15% gerade belegt. Beladen. 65, okay. Also Stahl wird gerade überhaupt nicht exportiert. Und mechanische Komponenten war anscheinend auch gerade weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier weniger Arbeitskräfte haben. Auch da fehlt mir jetzt irgendwie eine Statistik. Wie viel kommen denn hier jetzt? Nur 50 Leute? Das ist ja irgendwie wenig, ne? Der nächste Zug. Ach, ja, ja, okay. Wir haben auch irgendwie ein Zugproblem. Die haben sich jetzt über die Zeit wieder angenähert. Okay. Aber das ist ja trotzdem jetzt sehr wenig, ne? Gefühlt. Jetzt haben wir da nochmal... Moment, pass auf, du bleibst mal kurz Zug anhalten. So. Wir warten mal, bis der da hinten ist. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass wir hier... Doch, da sind 70 Leute. Ja, okay. Ah, ja, so jetzt... Okay, jetzt löst sich auch langsam dieser Knoten auf, warum wir so viel Arbeitslose hier momentan haben. Weil wir eben die Züge wieder... falsch fahren lassen. Also die fahren wieder synchron und dann nehmen sie zu wenig Leute mit. Jetzt warten wir erstmal, bis der da ist und dann lassen wir ihn weiterfahren. Obwohl die Frage ist, was ist denn hier? Jetzt machen wir mal ein bisschen... Jetzt messen wir mal was ab. Also wir gehen mal nach oben und jetzt nehmen wir uns mal das Messtool und gucken mal, was ungefähr die Hälfte ist. Einmal nach da, einmal nach da und einmal nach da. So. Dann haben wir hier Bodenabstand. Echt, 600 Meter sind das? Moment. Das sind 216. 800 Meter sind das echt. Das ist also 900. 1600. 2000. Wow. 2600. Also bei 1300 ist ungefähr... die Hälfte. Also von hier aus nach da sind 700, nach da sind 1100, 1300. Also wenn er da ist, dann können wir ungefähr weiterfahren lassen.
Also ungefähr an dem Punkt. Moment. Wobei wir noch die Wartezeit mit einrechnen müssen. Dann lassen wir ungefähr da weiterfahren. Gut. Also ich denke, wenn er hier durch die Rohre durchfährt. Ja. Und bitte. So, dann sollte das ungefähr wieder passen. Dann kriegen wir auch das Stahlproblem hier beseitigt. Ich hatte mich schon, gewundert, warum wir A, so viel Kohle hier haben und hier nichts mehr produziert wird und wir irgendwie Arbeitslosenprobleme haben. Okay, gut. Also, Thema Arbeitslosigkeit beseitigt. Dann können wir da einen Haken hintermachen. Dann brauchen wir hier vorne noch eine Treibstoffversorgung. Und die würde ich gerne mit hier in diese Ecke bauen. Das finde ich eigentlich ganz, passend, dass wir hier noch ein bisschen planieren und dass wir das einmal hier mit reinsetzen. Das wird genauso gebaut wie hier hinten alles, ne? Also wie zum Beispiel da in Pripyat. Wir schweben da nochmal ganz schnell hin, wie hier in Pripyat. Das ist jetzt also unser Standardsystem. So würde ich das jetzt auch weiterbauen. Und von hier aus gucken wir dann, dass wir alles in dem Bereich versorgen. Gut. Dann werden wir erstmal planieren entsprechend. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja. Wir müssen natürlich auch die VZs mit unterkriegen. Wir haben den Bitumenspeicher schon hier, aber halt keinen Speicher für Treibstoff. Reicht das schon? Wir nehmen ja nur die Kleinvertriebsbüros. Nee, doch, tatsächlich. Zwei Vertriebsbüros müsste sogar schon reichen. Nummer 1. Nummer 2. Die Frage ist, ob das ausreicht. Oder ob wir uns einfach gleich ein drittes bauen. Ich würde sagen, wir machen das. Wir planen hier gleich ein drittes hin. Nee, machen wir nicht. Wir machen, wenn überhaupt, ein drittes dann da hinten. Ja, ich denke, das macht mehr Sinn. Wir machen hier vorne 2. Okay, gut. Also, Treibstoff. Den Teil können wir auch noch aussetzen. Das Teil auch. Das braucht noch nicht gebaut werden. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Platz. So, ich hoffe, das reicht schon. Okay, also, eine Beladungs- und Entladungsstation bitte. Ölkraftstoffe laden und entladen. Ja, das passt dahin. Zack. Und bitte einen Tank. Den nicht. Dahin bitte. Einmal die Verbindung. Und eine Straße. Gut. Dann haben wir das auch. Dann können wir von hier jetzt Öl entladen und auch nach Möglichkeit B laden. Das sollten wir schon mitbauen. Das heißt, das kommt daraus. Ach, verdammt, das geht nicht, ne? Die müssten wir daran bauen. Dann legen wir das Ding unterirdisch. Der muss nämlich daran. Gebäude im Weg? Nein. Nicht im Ernst. Moment. Doch, geht. Okay, so rum. Also, das geht da rein. Aber das ist ja eine Lade- und Entladestation. Und wir wollen natürlich auch, zack, da wieder hin. Einmal bauen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das Ding irgendwie hier oberirdisch liegt. Ne, sieht gut aus. Okay, wunderbar. Gut. Haben wir das Thema auch geschafft. Dann kann ich auch dort ein paar Haken machen. Haken ran. Und Nahrungsstatt Treibstoffversorgung auch erledigt. Juhu.
Dann habe ich noch einen Punkt bei mir stehen. Da weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe. Dort. Wow, das ist ja schon fertig hier. Eieieiei. So, hier fehlt... Hat VEB Nahrungsstadt? Nein. Baubüro kostenlos? Was ist denn das für ein Ding? Nein. Der bitte da auch nicht. Jekaterinburg Transport? Nein. Das will ich bitte aus Nerdivostok ausbauen lassen. Jekaterinburg Transport? Ja, das ist halt... Ja, das ist dieser Autosearch. VEB Tiefbau ist okay. Gebäudebau ist okay. Nerdivostok Transport... Dann können wir bitte einmal na, das VEB Nerdivostok dort mit reinpacken. Okay, gut. Ich bin übrigens am überlegen, ob wir den Gebäudebau da hinten auch manuell machen. Den hier. Weil das passt eigentlich noch nicht. So Transport oder so. Ja, im Himmel, Herrgott, wenn es sein muss. Jekaterinburg Transport, okay. Nerdivostok Transport. Können wir das von der Entfernung möglicherweise einschränken? Nee, ne? Ja, ist egal. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Passt schon. Gut. Okay. Dann wird der auch gebaut. Dann haben wir das auch. Und jetzt wollte ich eigentlich eine Sache hier gucken. Nämlich, ob ich hier Bürgern Einzug gestatten gesagt habe. Ja, habe ich. Okay. So, 13 konnten keine Elektronik bekommen, das ist okay. So, zu viele Kriminelle in Jekaterinburg. Das ist hier. Na, da wurde wahrscheinlich der aus dem Krankenhaus nicht nett behandelt. Tja. Warum die jetzt hier nicht im Gefängnis arbeiten gehen, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht, ne? Da kommt auf jeden Fall einer, der Überwachungsgeräte installiert. 54% ist aber okay. Hm. Warum auch immer hier jetzt noch 60 Arbeitslose sind. Also das Thema hat sich erledigt. Das ist gut. Da gibt es jetzt mehr. Das Problem ist jetzt wieder... Ah, ist das ärgerlich. Jetzt sind die da nicht drin. Das ist so ärgerlich, dieses System. Und jetzt haben wir da auch wieder nur 4 Ärzte, weil es einfach stumpf alle hier stehen. Also, ich muss sagen, das System ist wirklich ein bisschen nervig. Ich könnte hier jetzt wirklich alles manuell versorgen mit dem Gebäude. Das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Also müssten das machen, ne? Wo gehen denn noch Leute rein? Da würden noch Leute reingehen. Ja, der muss... Das ist, wir müssen das rausmachen. Ansonsten kriegen wir wieder das gleiche Problem hier. Mit der Kriminalität. Da hinten sehen wir es ja. 100% ungeprüfte Strafsachen. Das ist ja der Hammer. Wir haben doch hier 4 Polizeibeamte. Der ist das Problem gar nicht. Und die gehen da auch nicht arbeiten. Wir werden ihnen das Ding noch zuweisen. Insofern es denn irgendwann fertig ist. Wir nehmen das wieder raus. Ja, das Problem ist, dass... Ja, genau. Das Problem sind die Baufahrzeuge vom VEB Pripyat. Können wir das einstellen? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Können wir das hier einstellen, dass hier keine Professoren mitgenommen werden dürfen? Ich glaube, das geht nicht, ne? Die ganzen Leute stellen sich jetzt nämlich alle da an, weil sie keinen Bock mehr auf Polizeiarbeit haben und werden jetzt alle hierher gekarrt nach Pripyat. Das ist natürlich schön, aber auch irgendwie dann ärgerlich für uns. Nee, wir können das hier nicht einstellen. Wo sollen die Bürger arbeiten? Wohin sollen die Bürger in ihrer Freizeit gehen? Wo sollen die Schüler versuchen, Universität zu bekommen? Wo sollen die Touristen hin? Wo sollen sie arbeiten? Ich meine, ja, das ist schön, dass wir das alles einstellen können. Aber wir können nicht sagen, wir können die Art der Arbeit nicht definieren. Wir können hier nicht sagen, die Universitätsleute gehen dahin, die normalen Leute gehen dahin, die gehen dahin, die gehen dahin. 50 Leute da rein, 20 Leute da rein. Ach, da wünsche ich mir wirklich noch ein bisschen dediziertere Einstellmöglichkeiten. Das ist noch ein bisschen ärgerlich. Also das können wir so eigentlich nicht lassen. Was ist mit dem? Der hat kein Bauamt.
Das ist kein Problem. Dann nehmen wir bitte das VEB Pripriat. Einmal da bitte. Okay. Und wir die beiden jetzt auch schon bauen? Nee. Das lassen wir nochmal offen. Okay, die Straße ist fertig. Dann macht jetzt bitte... Das Ding können wir noch nicht anmachen. Oh, der sieht gut aus. Den müssen wir uns angucken. Ein LZ-100. Den gucken wir uns gleich mal an. Sind hier eigentlich noch Plätze frei? Nee. Das machen wir, wenn wir in Pripriat alles durch haben. So, wie sieht es hier aus? Der ist fast fertig. Der ist fast fertig. Der ist fast fertig. Ja, dann können wir vielleicht in ein, zwei Folgen schon den Erstbezug von Pripriat sehen. Das wäre natürlich ziemlich cool, muss ich sagen. Energie und Strom scheinen wir hier zu haben. Spannung liegt an. Die Heizung ist noch nicht fertig. Ja, gut, weil da keine Arbeiter sind. Gebäude ohne Trinkwasser. Hat das einen Trinkwasseranschluss? Ach so, nee, Quatsch. Ist ja schmarrn. Kann ja nicht gehen. Die Sachen sind ja noch gar nicht fertig. Okay, gut. Aber ist auch kein Problem. Ja, sehr schön. Dann können wir vielleicht bald schon den Erstbezug von Pripriat sehen. Ich würde jetzt übrigens auch, wo ich das gerade sehe, einmal hier den Teil fertig machen. Zack. Der auch durch und dann haben wir das Teil jetzt auch mal fertig. So, nicht genug Tutoren im Waisenhaus. Echt nicht? Ach, du heilige Mutter Gottes. Heiligsblechle, was ist denn hier los? Was? Wieso? Nee. Hä? Kann ich nicht nachvollziehen. Hier sind doch 40 Leute drin. Das sollte doch eigentlich passen. Das ist ja der Hammer. Was haben wir denn hier gebaut? Wo wollen die denn alle hin? Ach, die wollen zum... Okay, die wollen zum Fernsehturm. Ja, ja, ja. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber das wird bei Zeiten, wird das besser werden. Wenn die hier... Wenn das hier fertig ist, dann passt das. So, jetzt gucken wir einmal noch, wo die überall hinkommen. Ja, es passt. Sehr schön. Wunderbar. Schön. Da freue ich mich drauf, wenn dieses Prestige-Projekt fertig ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Workers and Resources wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.